Ich bin Maria Möller, die Co-Gründerin von Talking Hands. Und gemeinsam mit meiner Freundin und Co-Gründerin Laura Mohn haben wir im letzten Jahr Talking Hands gegründet. Also die Idee dahinter war tatsächlich, Daumenkinos für Gebärden zu entwickeln, weil wir nach einem Medium gesucht haben, das auf nicht digitale Weise Bewegung zeigt, wo natürlich das Daumenkino perfekt ist, um eben die Gebärden zu zeigen und dabei aber auch Spaß zu vermitteln, damit auch Kinder ohne Behinderung Gebärden lernen, ohne dass man sie dazu zwingen muss. Also Talking Hands wird vor allem in Bildungseinrichtungen eingesetzt. Das sind Einrichtungen wie Kitas, Grundschulen, aber auch logopädische Praxen, um da die Grundkommunikation sicherzustellen. Also wir haben unsere Arbeit so aufgeteilt, dass die Laura vor allem die Illustrationen macht und das Design sich um den kompletten Look kümmert. Ich kümmere mich um das operative Geschäft, um die Kundenakquise und setze mich dafür ein, dass Talking Hands in die Welt kommt. Inklusion ist ein Menschenrecht und deswegen liegt es uns am Herzen, Wege zu schaffen, sodass alle Menschen gleichermaßen am Alltag sich beteiligen können.